Hallo, ich bin der Peter und hier habe ich mein neues Shirt an. Der Skelettbus und der Grüne. Ich bin der größte Fan von Skelettbus. Seine Videos sind so cool. Und ich liebe ihn so dolle. Okay, na Leute. Ich weiß auch nicht, warum ich so einen Müll gerade laber. Das Herrn Ultra-Fan. Der ultra krass wäre. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Sparkle. Ich entschuldige mich jetzt schon im Voraus, falls die Folge zu spät kommt. Ich nehme die gerade um 9:30 auf. Ich muss rendern, das noch eine Weile dauert, und dann hochladen, das noch ewig dauert. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon, wenn die Folge zu spät kommt. Weil ich gestern an Minecraft Neptun saß, weil es gibt das Problem, wenn ich auf den Server komme, habe ich Verzögerung immer. Deswegen versuchen wir gerade über Anbieter den Server zu machen. Da gibt es gerade Map- und Modpack-Probleme und das müssen wir hinkriegen. Und deswegen habe ich es gestern nicht geschafft, Minecraft Sparkle zu machen. Und warum steht mein Laptop gerade so komisch? So, jetzt passt wieder alles. Ja, Leute. Erstmal würde ich sagen, wechseln wir das T-Shirt, weil das Best Friend Shirt haben wir schon so lange. Ich würde sagen, wir nehmen das Green Shirt. Hallo. Oh Gott, nein. Hallo, kann ich dich nicht mal nehmen? Oh Gott, Leute. Diese Mächte. Warum habe ich jetzt. Okay, das hinterfragen wir mal nicht. Warum ich jetzt Rüstungsständer habe. Stellen wir einfach mal hin. Falls ich noch irgendwelche T-Shirts habe. Aber jetzt nehmen wir einfach mal das das Greeny Shirt, weil Greeny cool ist. Und ich gerade Bock habe, das Greeny Shirt zu holen. Ja, Leute. Ich habe eine Begrüßung, aber ich glaube, ich habe die Person schon gegrüßt. Ich verstehe auch nicht, warum da nochmal in den Kommentaren steht, dass ich die Person grüßen soll. Bitte Leute, schreibt nicht nochmal Begrüßung rein. Ich grüße sie halt, meine ich, nochmal, falls sie das Video nicht gesehen habt. Ich grüße dich, Ursula Pfister. Aber bitte nur einmal, ich möchte gegrüßt werden. Ja, Leute, dann hake ich auch mal ab von meiner Liste. So, dann habe ich jetzt noch ein anderes Thema, das mir einer unter den letzten Folgen in die Kommentare gespammt hat. Ich soll Linda heiraten. Wer Linda jetzt nicht kennt, der schämt sich. Das ist die aus der letzten und vorletzten Folge, die mit dem Autohaus, die wir auch vom Bunker gerettet haben. Das ist Linda. Und Leute, ich kenne Linda noch nicht so gut. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob ich sie heiraten soll. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich oben rechts eine Abstimmung. Jetzt oder gleich ploppt das dann auf. Oder ihr guckt einfach beim E. Und dann könnt ihr abstimmen, ja oder nein. Und wenn da keine Abstimmung ist, dann schreibt der in die Kommentare, Linda heiraten oder Linda nicht heiraten. Okay, Leute. Und dann werde ich es irgendwann ins Park machen, wenn ich sie heiraten soll. Wenn ich Linda besser kenne, Leute. Jo, wenn ich sie besser kenne, Linda, du, 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 du. Yeah. So, dann setzen wir mal mein Helm auf und meine Hose ist auch schon fast schrott. Das super ist. Und ich wollte mal bei den anderen Kabloops vorbeischauen, weil die haben ja im Moment ziemlich viel ausgepowert und wir haben Slato gefunden. Vielleicht ist Slato auch schon bei den anderen und auf wie? Nein, Leute, Hilfe, die Teppiche hier sind ganz schön verrückt. Die bangen die ganze Zeit weg. Ich muss mir bald hier so einen Teppichvorrat machen, weil jetzt habe ich keine roten Teppiche mehr. Geil. So, dann machen wir das so, damit es wenigstens so noch gut aussieht. So, Leute, ich wollte, erstmal schauen wir im Briefkasten. Keinen weiteren Brief. Und jetzt können wir mal bei den anderen vorbeischauen.
und ob es was Neues gibt, Leute. Und ich sehe was Neues. Caitlin und der Prof, die Professor Redo haben weitergebaut. Aber als erstes würde ich sagen, nehmen wir uns eine Warpage. So, jetzt. Und setzen uns eine Warpage in Richtung meines Hauses. Dorf. Jetzt einfach mal Dorf, Leute. Zack. Jetzt können wir uns auch jederzeit hier porten. Leute, lasst uns mal Kaelins Haus angucken. Und hallo, shit. Gut. Nicht buggen. Buggen nicht gut. So, Leute. Was haben wir denn hier so Schönes? Bis jetzt sehe ich noch keine Veränderung. Ist Caitlin noch da? Hi. Hey. Ja, Caitlin ist da. Dann sitzt sie da und chillt ein bisschen. Und schreibt nicht mit uns. Warum denn nicht, Caitlin, du? So, hier oben sehe ich eigentlich keine Veränderung. Dann hätten wir hier oben ein Schlafzimmer oder so. Oder irgendein Zimmer. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Und da haben wir auch noch. Junge, wie viele Schlafräume hat Caitlin denn? Sie übertreibt auch ein bisschen. Dann würde ich sagen, schauen wir bei Linda vorbei. Und Leute. Was? Okay. Linda hat da jetzt ein Schild. Car Home. Car Auto zu Hause. Okay. Warum ist dann Audi R8 V10 Plus in Schwarz in der Kiste? Ein R8? Oder was haben wir hier? Ein Lamborghini Sesto Elemento. Digga, Leute. Gönnt euch das, wie er Minecraft aussieht. Lamborghini ist meine Lieblingsmarke, weil ich liebe Autos, so Sportwagen, wenn die richtig sick geil aussehen und schnell sind. Was Lamborghini beides hinbekommt. Lamborghini macht einfach die geilsten Autos, die richtig geil aussehen. Die sehen aber nur sick aus, Leute. Hier haben wir Ford Mustang V6. Ich bin hier, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Autos aus, dass ich die jetzt nicht sofort erkenne. Das ist ein Jaguar CX75. Okay. Was haben wir hier? Ein Ferrari V70 LaFerrari. Oh, der sieht auch ganz nice aus, der LaFerrari. Was haben wir hier? Ein Lexus RCF. Und Leute, ich nehme die Autos mal nicht raus, weil ich weiß jetzt nicht, ob man die rausnehmen darf oder nicht. Weil das hat bestimmt einen Grund, weil sonst würden die Autos hier stehen. Wir können ja gleich mal Linda fragen. Alfa Romeo. Junge, hier liegt aber mal schicke Alfa Romeo. Warum denn nicht? So, was haben wir denn hier? Das ist ein, keine Ahnung, im Porsche Cayman GT4. Warum denn nicht ein Porsche Cayman GT4? Hier haben wir ein Skoda Yeti Outdoor. In dem so krassen Wagen ist einfach ein Skoda. Ist einfach ein Skoda zum draußen fahren, Leute. Ein Skoda zum draußen fahren, neben Sportwagen. Warum denn nicht? Das ist ein super Kontrast, Leute. Was haben wir hier? Ein Mazda RX8 R3. Okay. Der Mazda sieht auch noch schon fett aus. Aber es gibt schon nicere. Okay, diesen Wagen finde ich ultra hässlich. Ich weiß auch nicht, ich finde ihn einfach nicht geil, keine Abrundung. Ich finde einfach so eckig richtig hässlich. Was ist das für einer? Nissan 35 OZ. Nein, 350Z. Okay. Was haben wir hier? Maserati Alfieri. Okay. Kenne ich so gar nicht. Maserati. Wie
Maserati. Die Firma habe ich auch noch nie gehört. Maserati kenne ich gar nicht. Was haben wir hier? Ein Toyota Corolla. Ein Toyota. Warum denn nicht? Der einfach viel zu groß für die Kiste ist. Und was haben wir hier? McLaren F1. McLaren F1. Warum denn nicht? Linda gönnt sich auch nicht einmal was im Leben. McLaren F1. Was haben wir hier so? Da haben wir zum Auto, haben wir da Orbin noch irgendwas und dann haben wir Lindas Büro. Wir haben hier einen Lamborghini Veneno Coupé. Lamborghini Veneno. Richtig geil sieht aus. Ich finde diesen anderen Lamborghini Celesto oder so, finde ich noch ein Tick geiler als den Veneno. Ich finde aber, der sieht sick aus. So, was haben wir hier? Ein McLaren P1. McLaren P1. Das ist sogar das Lieblingsauto vom Kumpel. Junge Leute, wir müssen uns den kaufen. Als Ehrung für ihn. So, dann klopfen wir ja mal bei Linda. Hallo. Hi. Hallo. Hi Skelly. Wie geht's? Wie geht es denn, Linda Show? So, ich mach mal die Tür zu, damit wir ungestört sind. So, du hast bestimmt schon die Autos gesehen. Ja, die sind teilweise geil. Da sind richtig geile Autos dabei. Aber es sind auch welche dabei, die jetzt nicht das Gelbe vom Ei sind. Da sind schon fette Wagen dabei. Aber warum sind was? Das sind meine guten Autos. Aber es gibt noch krassere. Noch komm. Was? Mega. Leute, das waren erst die guten Autos. Die krassen kommen noch. Alter. Junge, wir brauchen unbedingt Geld. Aber ich frage mich, was ist die Währung? Sind das diese komischen Credits, die wir haben oder was? Die fragst dich bestimmt, warum die Autos in so komischen Kisten sind. Ja. Warum? Ja, das freue ich mich wirklich. Wieso sind die in zu Kisten? Das hat den Grund zur Sicherheit. Okay. Warum das jetzt? Warum jetzt? Wegen der Sicherheit? Es kam schon ein paar Mal vor, dass die Autos geklaut wurden. Okay, aber was soll das jetzt mit Sicherheit zu tun? Man kann einfach die Kiste öffnen und das Auto mitnehmen. Und ich sie nicht wiederbekommen habe. Das ist sehr blöd. Das ist blöd, Leute. Ja, ziemlich blöd. Ja, schade. Aber jetzt sind sie gesichert. Okay. Wie sollen die jetzt gesichert sein, Leute? Wie? Man kann einfach hingehen, das Auto rausnehmen. Wenn man die rausnimmt, kommt Security, außer man hat die Erlaubnis. Okay. Ist da ein Sensor oder so? Es könnte sein, dass da ein Sensor ist. Und dass man dann zum Beispiel einstellt, dass Linda die Autos rausnehmen darf. Oder ich. Oder so. Keine Ahnung. Mir gehört das Auto raus nicht. Ich bin kein Profi in sowas. Ich zocke einfach nur Minecraft und finde Autos geil. Du kannst sie dir ruhig anschauen, aber leg sie dann zurück. Okay, mache ich. Versprochen. Versprochen. Weil sonst muss ich die Polizei holen. Das ist nicht gut. Ja gut, wir hatten in Skadenwash schon mal ein paar Mal Probleme mit der Polizei. Und darauf habe ich hier auch keinen Bock. Dann noch viel Spaß mit Autos. Ja, danke. Boah, da muss ich kurz aufstoßen. Sorry. So, Leute. Erstmal, Alter, ich hab Bock auf den P1. Den McLaren P1. Alter, Leute. Wie kann ich mich jetzt reinsetzen? So, Leute, ich würde sagen,
Ich fahre die Autos erstmal nicht, weil mein Spiel crasht. Wir schauen uns die Autos einfach mal an, den McLaren packen wir mal weg. Und ich würde mal sagen, ich teste in der Testwelt, ob ich die Autos überhaupt fahren kann oder ob alle crashen. Weil das wäre ein bisschen blöd. So, und schauen wir uns einfach mal den Vinino an. Ja, ich habe keinen Bock auf deine blöden Cases. Okay, ein bisschen buggy, aber Leute, der sieht sick aus. Der Vinino, der sieht schon geil aus. Leute, so, welchen haben wir uns noch reinziehen? Ah, den F1 nicht. Jetzt muss ich erstmal mein ganzes Spiel wieder alles laden. Ah. Okay, in der zweiten Etage sind noch nicht so die geilsten. Ah, den finde ich jetzt nicht so geil. Ich der R8. Leute, kommt, lass den R8 rausholen. Der R8 sieht schon nice aus. Für Minecraft-Verhältnisse. In Real Life sind die noch mal geiler. Bei Minecraft, für Minecraft sehen die alle schon sick aus. Leute. Leute, Alter. Gönnt euch den. Einfach mal. Rote Sitze. So schön schwarz. Leute, wie der Minecraft so abgehackt ist. Junge, der sieht so geil aus. Ich hoffe, der ist nicht zu teuer, weil den würde ich mir, glaube ich, gönnen. Und wenn wir den nicht fahren können, stelle ich ihn mir einfach auf. Den Jaguar. Den würde ich gerne nochmal hinstellen. Der Jaguar, der sieht auch geil aus. Den hat einen echt guten Autogeschmack. Da sind schon geile Autos dabei. Auf den kann ich ruhig verzichten, Leute. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen. Was willst du jetzt, Handy? Leute, was ist? Ja, ich will kein Geld für dich ausgeben. Ja, das ist nur ein altes Programm, da ich Geld haben möchte. Und Leute, ich wollte eigentlich zum Professor, weil sich das Haus mal an. Aber Slatus auch da. Hallo. Hallo Skelettboys. Wie geht's? Ich habe es heuer gefunden. Okay. Nur der Weg war schwierig. Was? Aber ich bin da. Das ist gut. Wenn er da ist, ist es gut. Es ist gut, wenn er da ist. Und baue bald mein Haus. Nice. Und hast du schon was zu kaufen? Hast du schon was zu kaufen oder so? Slato, verkaufst du wieder was? Oder nicht? Aber dann kannst du schon Cases oder Lucky Blöcke kaufen. Nice. Okay, wir können uns gleich mal ansehen, was der Show verkauft. Du kommst sogar minus 1% Rabatt. Nice. Bin ich nicht nett? So gar sehr. Leute, minus 1%. Da muss ich mehr bezahlen. Oder? 50% wäre die Hälfte weniger. Ja, sogar ich muss 1% mehr bezahlen. Viel Spaß mit den Cases. Ja, werde ich haben. So, Leute. Okay, ich sollte gleich mein Item in die Hand nehmen. Okay, der verkauft Spiral Lucky Blocks, Giant Spiral Lucky Blocks, Candyland, Gingerbread House, Oral Villa, Little Rainbow Coaster, Lucky Tower, Slime King Cases, Spiral Dungeon, Böder Case, Rüstungskiste, Materialkiste. Das sind die ganzen Cases, die wir auch bekommen. Müssen wir ja nicht mal kaufen. Die bekommen wir auch so. Aber nice, Leute, ein paar Lucky Blöcke. Ich würde sagen, wir bohren uns nach Hause. Nehmen uns mal. Ja, jetzt muss kurz mein Haus laden. Wie es so immer ist. So. Nehmen wir uns mal ein paar Münzis mit. Zack, zack, zack. Alter, Leute, wie viele Coins wir da oben haben. So.
Ja, Spiel nervt nicht. So, da können wir uns ja gleich schon paar Sachen bei Zlato kaufen. Bei ihm schon so zahlen. So, ich würde mal sagen, wir nehmen uns so 10 normale Lucky Blocks. Alter, ich habe schon gar keine Bronze Coins mehr. Super. Giant Spiral Lucky Block. Ein Süßigkeitenland. Was ist das? Ein Ori Villa. Was Custom Drops? Use Me Underground. Ach, das ist sowas. Da kann ich die Erz finden. Das brauchen wir jetzt nicht. Ein kleiner Regenbogen. Achterbahn. Ein Lucky Tower. Spiral Dungeon können wir jetzt leider nicht kaufen. Ein Slime King Case. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir brauchen. Wir gehen mal zum Professor hoch. Schauen uns bei ihm mal so alles an. Und ja. Und dann fliegen wir irgendwo hin, wo wir einen Lucky Krater oder so haben. So wie in Skeleton Wars. Wo ich gerade den Namen nicht wusste. So, hier haben wir uns alles angeguckt. Hier ist eine Treppe. Wie es das letzte Mal, glaube ich, war oder so. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein Sofa mit Betten. Okay. Warum haben wir immer alle so viele Betten? Hier schon wieder ein Bett. Okay, Leute. Mit wegfliegen. Ja gut. Dann machen wir es halt von meinem Haus aus. Wenn die anderen Häuser nichts haben, würde ich sagen, gehen wir. Okay, Leute, wir können uns hier das Ganze mal angucken. Was ist hier passiert? Hier sind ja gar keine Bäume mehr. Oh, oh, Leute, ich glaube, die fangen hier an, jetzt irgendwas zu bauen. Super, Leute. Wir hatten die Ruhe vor dem Sturm, würde ich mal sagen. Okay. Nö. Ja gut, Leute. Aber wo wollen wir ein paar Lucky Blocks? Ich würde zu gerne bei denen die öffnen. Aber ich glaube, dann kriege ich Beef mit denen. Und ich glaube, wir haben kein gutes Verhältnis beim Imperium bis jetzt. Das ist, glaube ich, jetzt eher ein schlechtes. Weil ich will ja nicht weg und die wollen das unbedingt. Hier ist der Jedi-Tempel. Ja gut. Wo könnte... Ich gehe einfach mal hier hin. So, beim Jedi-Tempel. So, dann haben wir keinen weiten Weg. Oder so. Zack. Ja, dann können wir... Machen wir mal so ein kleines Case-Opening. Und dann, wenn wir mehr Coins haben, kann ich ja auch mehr Sachen kaufen. Und ein viel krasseres Case-Opening machen. So, ich hole mir mein Backpack und lagere mal ein paar Sachen ein. So. Das können wir mal weglagern. So. Und nicht wegfliegen. Und warum? Okay, was soll das gerade mit... Warum? Okay, warum jetzt meine Leiste leuchtet, hinterfrag ich mal nicht. So, ich würde sagen, wir nehmen das Slime King Castle, machen mal die Schwierigkeit auf einfach und öffnen es. Und jetzt, okay, Spitzhacke und ich höre auch schon Slimes, das ist super. So, was haben wir hier? Ein paar Kuchen, warum denn nicht? Und man kann hier nicht mal richtig laufen. Ah, jetzt bin ich schon oben, ich will aber die ganzen Lucky Blöcke öffnen. Ja gut, zack, zum Glück hat man einen Hangglider. Junge, Leute, was ist das hier für ein Müll? Hier gibt es keine guten Sachen. Hier gibt es nur Müll. Ein Comet-Block. Habe ich hier irgendwas, um den Comet-Block auszulösen? Nein. Okay. Da benutzen wir den Comet-Block halt nicht. Ich glaube, da sollte irgendwas kommen, aber ich habe keine Hebel oder so. Keine Schalter. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die nächste Etage. Zack. So geht das. Hier haben wir auch wieder nichts.
Ich glaube, da soll bei den ganzen Comment-Blocks irgendwas kommen, das nicht geht, weil ich keine Schalter mit hab. Okay, hier oben sind Slimes. Slimeguard wurde von Skelettboss erschlagen. Ja, gut. Super, Leute. Wir müssen gegen Slimes kämpfen. Yay. Moin, Slime. Was geht? Attacke! Zack, kommt her. Komm her. Ich mach euch kalt. Ihr könnt mir nichts. Nur nada diente. Nichts. Okay, nein. Ich fliege mit meinem Hanglider mal weg. Junge, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Essen. Und warum kriege ich jetzt Cases? Ich will keine Cases. Okay, ich sollte mal Rang, Leute. Hallo, Rack ich. Spiel. Kriege ich jetzt Leben oder was? Junge, wie langsam Rack ich denn? Super. Hoffentlich bekomme ich irgendwas Gutes, wenn ich da oben alle besiege oder so. Weil es ist ein blauen Slime. Zack, wo geht's jetzt wieder hoch? Ja, nervt nicht, ihr Kleinen. Ihr nervt nur. Ihr macht mir eh keinen Schaden. Von daher, ich komme jetzt nicht mal hoch, weil ich die ganze Zeit weggebounced werde von denen. Super. So, dann schießen wir die einfach ab. Kommt her. Junge, ich werfe einfach nur hoch und euch klatschen. Komm her. Du, jetzt kommst du her. Zack. Junge, ist der schwach, dieser Slime. So, zack, besiegt. Jetzt hast du da deine kleinen Anhänger, die eh nichts richtig können. So, Leute. Ja, der nächste Guard wurde besiegt. Und jetzt sind hier die ganzen Mini-Slimes, die ich im Schlaf weghau. So, komm, du. So, wer will noch wer? So, oh, ich habe irgendeinen Schleimspalter bekommen. Nice. Wir einfach mal benutzen können. Der macht 14 Attack Damage. Stärker als mein Schwert, aber schlägt viel langsamer. Super. So, Leute. Hätten wir das hier auch schon gemacht. So. Ich glaube, das wird wieder eine XXL-Folge, oder ist meine Vermutung. So, wir haben ein paar Sachen bekommen. Wir haben ein paar Herzcontainer bekommen, das gut ist. Bisschen Schleim, ein Spalter, warum denn nicht? Den lege ich einfach mal weg. So, dann nehmen wir einen Little Rainbow Coaster. Ja, was macht der? Ja gut. Ich bugge / Game. Ah. Halbes Herz, Leute. Ja gut. Super, ich bin tot. Warum bin ich beim Professor? Ja gut. Ich würde einfach mal sagen, Leute, das wär's mit der Folge. Wir können ja nächste Woche weiter mit den Cases machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ich hole meine Sachen. Und sonst sage ich nur, ciao, Leute. Woo!